Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Build-Reihe, die ich einfach Pastel Beach nenne. Ja, wir bauen ein Strandhaus. Wir entfliehen dem Winter, dem nahenden Winter hier in dieser Reihe. Und ich möchte so eine Art Bungalow bauen. Ich ziehe das jetzt einfach mal ganz grob, wie ich mir das so vorstelle. Ich habe mir gedacht, ich mache hier auf diesem Grundstück hier in Oasis Springs so eine L-Form und da hinten da dann so ein Pool rein. Ne? Ganz simpel, erstmal ganz grob hier irgendwie. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Oder muss ein bisschen weiter weg, weil ich möchte einen schönen großen Pool und hier auch noch schön viel Terrassenkrams hier haben. Ja, und vielleicht machen wir das doch auf ein Fundament, weil ich finde das immer ganz schön. Ja, es ist kein richtiges Bungalow damit dann, aber wir machen ein Stockwerk, glaube ich, nur. Zumindest momentan der Plan. Ich mache das mal so. Und ich gucke jetzt einfach mal, dass wir hier vorne so ein bisschen Form reinkriegen, ne? Dass wir da einfach mal hier vielleicht so einen Eingangsbereich machen oder irgendwie, ich weiß auch nicht, ne? So ein Dreierfenster vielleicht hier und da dann ganz groß hier, ne? Da muss so ein Dach hin irgendwie, weiß auch noch nicht genau. Wie machen wir das denn? Wir machen das mal so vielleicht, oder? Ja. Und dann auf der anderen Seite auch wieder, dass man da so rauskommt. Und das Coole hierbei ist an diesem Projekt, ich möchte das ganz gern so machen, dass ich das einrichte. Das ist jetzt hier parallel dazu. Ja, man wird das vielleicht hier ein bisschen schmaler. Dass ich das einrichte, mit vielen Pastellfarben. Also relativ hell, so ein bisschen Strandfeeling natürlich. Dadurch, dass es dann auch, dass es dann hier so ein bisschen tropisch aussieht, machen wir das so ein bisschen tropisch, aber ich möchte das gern relativ hell einrichten und dann eben mit so ein bisschen Farbklecksen hier rumspielen quasi, ne? Wir gucken mal, was das wird hier. Ja, alles hier noch auf Anfang hier. Ja, wir machen das mal hier von der Seite, hat mal ein bisschen mehr Licht. Ich mache mal das Dach, das muss natürlich so ein bisschen tiefer sein, das passt dann vom Stil her besser. Und da, ihr habt es ja auch gemerkt, ne, ich mache das hier parallel, damit das hier, dass man das hier so durchziehen kann hier, ne? Das ist dann hier ganz gut, wenn man das dann hier so macht vielleicht, genau, auch noch ein bisschen tiefer, dann bekommt man gleich diesen Strandcharakter. Und ich habe auch schon ein Dach hier im Blick und zwar gibt es ja so ein richtig cooles, hellblau ist, ja gut, hellblau ist jetzt, glaube ich. Ich glaube, das ist hier drin. Ne, das ist der falsche. Hier ist so eins hier, ne? Das ist doch cool, oder? Ist das cool oder ist das cool? So richtig schön Beach-Feeling. Und dann machen wir das mit den Tapeten hier. Da gibt es auch so Paneldinger da. Das fängt ja schon wieder gut an hier, Daniels Gelaber. Da gibt es doch hier, wo gibt es denn sowas? Solche richtige, die sind da gar nicht. Wo sind die denn da? Ich glaube, Fassade, genau. Und da können wir uns mal was auswählen. Ich würde mal sagen, wir machen hier mal so schindelschick. Ne, sowas in die Richtung. So stelle ich mir das Ding vor. Ich weiß noch nicht, ob das was wird, wie das wird. Wir müssen jetzt, glaube ich, dann auch nochmal, am besten schieben wir das Ganze nochmal ein Stück zurück, weil dann haben wir hier, dann macht es hier die Balken hin. Das ist immer ganz toll, wenn es hier so die Balken dann hinmacht. Ja, das will man ja haben, oder? Und ich schiebe das ganze Grundstück, das ist ja das Coole in Sims 4. Man kann das hier noch hinterher auch nochmal ein Stück zurückschieben. Dann haben wir da ein bisschen mehr Eingang auch noch. Ja, da wird dann richtig schön tropische Pflanzen dazu. Wir haben Palmen dann drumrum und so. Und ich nehme jetzt hier mal das. Und drehe das mal hier. Ja, wir machen das mal so. Und jetzt hier ist natürlich das ein bisschen blöd, ne? Weil wenn man das so zieht, ich zeige es dir trotzdem mal, dann sieht es so aus, will man es so nicht haben. Wobei es ja gar nicht mal so verkehrt wäre. Aber wir machen hier noch so eine Erweiterung hin. Ich würde mal sagen, die wird so 6 Kästchen oder so oder 7, dass man da auf jeden Fall nochmal auch, machen das mal so, dass man da auch die Treppen hochkommt, ne? So habe ich das jetzt hier mal vor. Wir machen das jetzt so, ist das quadratisch hier. So, dass wir da nochmal was Besonderes haben, ne? Damit das Grundstück hier nicht so lame-arschig aussieht. Mittlere Wandtür würde ich hier auch machen. Sonst ist es einfach nur ein Haus mit einem Dach drauf, ne? Und hier möchte ich nochmal so ein richtig schönes, boah, das ist schon mächtig da. Na, und da könnte man jetzt so irgendwie, was nehmen wir da für Fenster? Ich würde mal sagen, ja, hier wieder aus allen Packs. Wir machen hier mal solche Fenster rein oder lieber die hohen hier. Können wir das vielleicht so machen, ne? Damit ihr mal das irgendwie erkennt, sage ich jetzt mal, wie ich mir das vom Stil her vorstelle irgendwie. Ich weiß auch noch nicht so genau. Irgendwie so. Dann eine schöne Holztür auch, ne? Und so von der Idee her, dass wir das irgendwie in die Richtung dann trimmen. Damit es uns hier warm ums Herz wird. Ja, na, oben drauf. Da machen wir so auch so ein Dach drauf. Aber ein bisschen anderes. Dann nehmen wir so ein Dach. Und ich glaube, das lasse ich auch überstehen. Vielleicht können wir dann da auch noch so ein bisschen Balkon drumherum machen. Ah, da geht es nicht mit der Grundstücksgrenze. Ja, Scheißdreck. Ja, mal gucken. Ja, das will er jetzt nicht. So.
dann muss das ganze Grundstück hier auch nochmal eins. Ja, wir gehen hier bis zum Rand hier. Ja, ich will immer eigentlich. Na, natürlich hätte man von Anfang an voll auf ein größeres Grundstück gehen können, aber ich wollte jetzt ist schon 30 mal 40 und zu viel hat man da nicht in der Welt. Und ich gucke auch immer, ne, dass man da möglichst viel spart hier und wirklich nur auch die Grundstücksgröße nimmt, die man auch wirklich braucht. Irgendwie so stelle ich mir das vor. Was sagt ihr denn dazu? Ihr könnt das gern kommentieren, weil das Coole daran ist ja auch hier im Journal, das sieht komisch aus, dass alles nicht in Stein gemeißelt ist und dass ihr von Folge zu Folge, deswegen mache ich ja auch so eine eher lange Unterbrechung von fast einer Woche oder, ne, dass ihr da noch kommentieren könnt, wie ihr das findet und dann kann ich das hier noch berücksichtigen in der nächsten Baufolge. Ja, das wird so cool. Das wird so cool. Aber das sieht nicht so toll aus jetzt irgendwie, oder? Da muss man doch irgendwie nochmal so, ich stelle mir das so vor, ich probiere das jetzt einfach mal mit so Holzbalken, dass man die irgendwie noch so macht und die dann auch, ne, da von unten bis nach oben. Ja, das ist jetzt blöd hier, weil das ist kein Boden und die unten haben wir noch das Fundament. Aber so mal von der Idee her, dass ich das mir vielleicht mal kurz zeige, dass wir das so irgendwie noch erweitern quasi, ne, dass das hier so irgendwie ist, dass das da nochmal so einen Balkon hat, so eine Terrasse, nur so ein Kästchen breit. Wie gesagt, ich weiß, dass die Balken jetzt eine Lücke haben, aber wir müssen die einfach auf ein Fundament stellen, die Balken, und dann können wir unten noch so schöne Pflanzen drumherum. Na, und dann macht man da so einen schönen Zaun, so ein bisschen. Ah, das wird so cool, glaube ich. Das wird richtig cool, ne? Dass man da so sowas irgendwie dann hier bastelt. Ich möchte jetzt erstmal grob anfangen und dann eure Ideen dann dazu auch hören, ja? Ja, guckt mal so, ne? Man kann sich schon vorstellen, ein bisschen kreativ seid ihr ja alle. Unterstelle ich euch jetzt mal, natürlich seid ihr das. Sieht man allein schon bei den Community-Projekten hier, na klar. So, jetzt hier, machen wir das hier auch so, da kommt man dann raus, das wird so unser Haupt, ja, wir müssen die leider zwei Kästchen rausmachen, was mir so ein bisschen stört. Aber das wird hier schon. Da machen wir jetzt hier eine schöne Terrasse. Ich habe jetzt aber gerade den Pool. Der Pool bleibt nicht so lahmarschig. Den machen wir irgendwie, keine Ahnung, so, dass der so ein bisschen mehr so mäßig aussieht. Ich möchte auch viele Objekte nehmen. Das kann ich vielleicht schon mal auch verraten oder euch mitteilen. Mit Steuerung kann man Pool übrigens wieder entfernen. Steuerung gedrückt halten, ne? Dann wird das hier entfernt. Das ist nicht ganz symmetrisch, ich weiß. Ja, man müsste erst das hier ziehen, ne? So. So. Aus Heimkino, ne? So viele Objekte aus Heimkino möchte ich nehmen. Ein bisschen klein. Könnte noch ein bisschen größer sein, der Pool. Um das so ein bisschen in die Richtung irgendwie zu trimmen. Diese Pastelltöne, ne? Dieses bisschen Abgefahrenes, sage ich jetzt mal. So ein bisschen Hippie-Thema auch. Aber nicht zu viel, sondern schon natürlich Strandthema. Hier gibt es noch eine riesige Terrasse. Da machen wir, glaube ich, einen Grill oder so drauf. Ja, da müssen wir auch nochmal irgendwas Cooles machen. Da muss irgendwas noch. Vielleicht können wir auch. Jetzt habe ich eine Idee. Wir machen hier vielleicht so eine Art, wie so eine Art Leuchtturm oder sowas hin. Das wäre doch auch mal geil. Ist das geil oder ist das geil? Machen wir den drei Kästchen, müsste eigentlich sein. Oder fünf Kästchen, ne? Dass es in der Mitte ist. Machen wir mal noch so einen Turm. Machen wir noch ein Türmchen hier, ein Türmchen hier. Ja, da muss man das hier wieder mal ergänzen hier. Machen wir auch mal. So, du auch. Das ist ja alles so eine Richtigkeit. Das hier, yay. Yay, ah, das wird toll. Ah, das wird richtig toll, Leute. Das wird richtig cool. Oh, ich freue mich da jetzt schon mega drauf. Das hier muss hier nämlich noch so, merke ich gerade. Ah, ja, ja, dann machen wir das doch hier so. Machen wir das mal so. Ich mache es erstmal grob. Vielleicht bleibt es ja auch nicht so. Wobei jetzt, das ist schon wieder mächtig, ne? Das ist schon wieder ein Klotz hier oben drauf. Das sieht ein bisschen zu schwer aus für dieses. Und da möchte ich irgendwie auch nochmal so eine Art, so ein Türmchen irgendwie machen, ne? Ich finde das so toll, dass man das irgendwie. Wie so ein Baywatch, ne? So, so irgendwie so in die Richtung, dass man das zuletzt so macht. Ja, und da oben dann auch noch so ein Balkon oder so. Ich glaube, ich mache das doch ein bisschen schmaler. Wobei, das wird total schwierig mit den Treppen, weil man hat ja keine Wendeltreppen immer noch nicht. Ja, Mann, das nervt wie die Pest hier. Ja, man kommt da nämlich jetzt nicht runter. Das ist nämlich das Dumme. Beziehungsweise nicht hoch. Wir könnten aber auch vielleicht außen die Treppe machen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt, ne? Dass wir das irgendwie anders machen oder irgendwie so. Das kriegen wir hin auf jeden Fall. Ich mache das jetzt mal ja nur grob hier auch. Und da auch find die Fenster so toll hier aus Dings hier, ne? Aus Elternfreuden sind die. Die passen da perfekt dazu. Das wird so ein schönes Grundstück.
Wisst ihr, was mich das Grundstück gerade auch erinnert? Wisst ihr nicht, aber vielleicht könnt ihr es euch denken. An die Finca, die ich mal gebaut habe. Ja, das war auch so ein Grundstück. Ging auch in die Richtung, ne? Man hat den Pool so ein bisschen ums Eck rum, war das Haus. Gut, das war nicht ums Eck, aber... Und ja, oh, das wird so toll. Ich freue mich jetzt schon. Das sieht so geil aus irgendwie. Und da kann man da in die Treppen runter. Da kommt man hier zu dem Poolbereich. Das wird so toll. Ich kann mir schon alles vorstellen. Hier müssen wir umsetzen. Hier 20.000 Mal klicken. Hier. So, und da kommen überall hier Palmen dazu. Ne, das machen wir auch so. Kommt der Sommer zurück. Hier schöner Schattenwurf auch dann damit. Das wird ein richtig tolles Haus, glaube ich. Ich glaube, das wird richtig cool. Ja, das wird richtig cool. Das wird richtig toll. Ich gucke jetzt mal nach einer Haustür, ob wir da eine finden. Vielleicht müssen wir das hier auch noch anpassen, damit die Haustür auch symmetrisch dann ist, ja. Aber ich glaube, ich möchte so eine haben. Und ja, das habe ich mir schon gedacht. Scheiße. Die sind nämlich jetzt nicht mittig hier. Oder wie man es so... Was ist auch cool. Es hat so ein bisschen was American-Style auch, ne? So ein bisschen rustikaler auch. Finde ich echt cool. Also ich möchte auf jeden Fall so eine Mischung machen. Aus modern und rustikal. Und das darf schon so ein bisschen... Das ist natürlich voll Strandhaus-Style eigentlich, ne? So ein bisschen hier... Ja, ich mache das mal so. Dann machen wir das hier einfach schmaler. Macht ja nix. Ja, also. Yay. Da natürlich dann auch. Wir können die ja dann auch da wieder nehmen, ne? Das macht ja nichts. Das ist ja voll cool. Hier ist so eine Terrassentür, passt das so auch. So. Und ja, wie machen wir das denn? Ich muss hier mal das mir besser vorstellen. Wir brauchen hier mal für den Poolbereich coole Fliesen. Dann kommt nämlich das Thema hier nochmal rüber. Mir fallen hier direkt die hier auf. Vielleicht können wir da die hellblauen nehmen. Dass wir das so irgendwie mal machen, ne? So irgendwie. Und natürlich da in der Mitte nicht. Da wird ja ein Stück Grün hier gepflanzt. Und da machen wir dann irgendwie, ich weiß noch nicht, schönes Holz, schöne Holzplatten, ne? Diese Kernholz da, meine Lieblings hier bei den neuen, ja. Ja, das ist so geil. Das ist so cool, oder? Das ist so cool. Und dann kommen hier so Treppen runter und da können wir schon ein bisschen was, Holztreppen, ne? So. Holztreppen, so schöne helle Holztreppen. Machen wir hier so nach unten. Und da habe ich mir überlegt, dann nehmen wir, also gehen wir auch wieder in diese Schnörkelrichtung rein, dass wir das so irgendwie machen. Gibt es die auch ein bisschen dunkler noch? Die hätte ich gerne so ein bisschen dunkler. Ja, da sind wir jetzt wieder ein bisschen zu dunkel. Oder, oh ja, zu blau auch. Ne, das ist ja oft auch so in diesen Pastell, mit diesen Pastellfarben. Mal ein anderes Licht hier, guck mal an hier, guten Tag hier. Da hat man dann so... Ich gerade überlegen, ob wir müssen eigentlich hier fließen, aber ich will gar nicht alles fließen, ich will einen schönen Garten haben noch. Ja, diese Pastelltöne, ne, die sind ja auch so ein bisschen in die Richtung, ne, sollen wir das hier vor dem Pool hier weitermachen? Sollen wir das hier so weitermachen oder wie machen wir das? Da brauchen wir ja auch noch eine Treppe runter. Ich möchte auf jeden Fall noch dann so Grünstreifen zwischendrin haben. Ich probiere das jetzt einfach mal aus hier, ja. Wir holen uns jetzt da mal so ein, sowas hier und das ziehe ich dann so nach innen und oder machen wir, wir machen das andersrum, wir machen das mal so, kann ich mir das so vorstellen, machen das so und hier muss dann auch eine Treppe runter, machen wir das mal anders hier, ich möchte hier nämlich weiter rein hier noch, so machen wir das mal so, ja, nochmal eins. Und dann in die Mitte irgendwie, ah, das ist jetzt wieder so rum, ne? Das ist ja jetzt blöd. Das ist ja jetzt blöd, ne? Dann müssen wir das so machen. Genau, so vielleicht. Ja, so stelle ich mir das vor, ganz genau. Da wird es jetzt wieder zu. Das Fundament muss natürlich auch noch geändert werden, das bringt hier so nichts. Am besten nehmen wir aber so Holzpaneldinger da. Oh, da gibt es auch ein Blau, die. Ja, so muss das sein irgendwie. Mit der Treppe ist mir jetzt doch noch ein bisschen komisch hier. Eieiei. Ja, wisst ihr, wie ich meine? Ich wollte das so ein bisschen ums Eck machen, dass man da einmal in die Richtung kann und einmal in die. Und da in der Mitte sollen dann Pflanzen sein. Aber jetzt ist ja echt alles hier ein bisschen doofig. Ich hätte gern schon ein Stück weit noch die Terrasse hier, bitte, danke, ja. Und. Nee, also das Ding muss hier weg. Das muss hier einfach weg. Das ist nur Poolumrandung. Da machen wir eine andere Terrasse dann hin oder irgendwie so. Aber das mit dem Eck, mit der Ecktreppe, das gefällt. Die ist auch drei Kästchen breit. Nee, das ist nicht so schön. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber da bin ich guter Dinge, dass wir das irgendwie hier schön machen. Ah, jetzt habe ich eine Idee. Lass mich mal hier kurz gucken. Wir könnten ja
kurz überlegen. Nee, das muss eins weiter raus. Dann gehen wir hier eins zurück. Und dann machen wir hier in die Mitte eins breiter raus, dass man hier hochkommt zur Grillterrasse. Die machen wir, wo machen wir das hin? Machen wir mal hier so hin. Ja, und dann nehmen wir uns die Treppe. Die packen wir da hin. Sieht auch schon nicht schlecht aus, wenn das zwei Kästchen sind, ne? So, und das gleiche auch parallel auf die andere Seite. Ja, so nicht. So, genau. Ja, so machen wir das. Yay. It's amazing. Ja, die Treppen, die sind jetzt hier halt zu flach, ne? Das ist ein bisschen blöd. Da müssen wir hier eigentlich auch flach machen. Da kann man mit Shift hier nur da hier klicken, dann ist das hier auch flach. Und da mache ich jetzt dann so ein... Da wird es dann eng. Da müsst ihr dann hier ein bisschen vorbeilaufen, liebe Sims hier. Wobei wir auch hier noch ein bisschen... Wir können einfach ein Stück weiter rein noch, ne? Wir gehen hier einfach noch eins weiter rein. Ja, da ist dann mehr so ein Gang. Dann ist da gar nicht Terrasse. Hier haben wir dann Terrasse. Terrassen-Style. Hier machen wir das so. Dich auch. Du auch. Was stehst du denn hier schon auf der Treppe rum hier? So. Und dann machen wir hier so irgendwie so Blümchen dazu. Irgendwie so stelle ich mir das vor. So richtig schöne. Gibt es da auch Pastellblumen? Ja, irgendwie in die Richtung. Ja, das passt dann so. So ein bisschen lieblich, so ein bisschen kitschig auch, sage ich jetzt mal. Dass das auf jeden Fall... Ja, so die Farbtöne möchte ich verwenden. So richtig helle Farben. Die sind jetzt schon fast schon ein bisschen zu krass. Schon ein bisschen zu krass. Haben wir da nochmal irgendwas vielleicht bei dem? Der ist gut. Der ist sehr gut, ne? Und dann gibt es hier auch sicher... Ja, guck mal an, ne? So in die Richtung. Und dann haben wir da noch was, glaube ich, auch, oder? Da gibt es bestimmt auch noch so. Das ist schon mal nicht schlecht. Das hier, ne? Das ist doch perfekt hier. Das sind genau diese Farben, die ich mir hier wünsche hier. Na, dann machen wir die mal hier so rechts und links hin. Und ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Also so ein bisschen 50er Jahre ist es vielleicht auch ein Ticken. Aber nicht wirklich, ne? Das ist wieder so schwierig zu sagen. Natürlich muss hier das Gelände auch dann erweitert werden. Ne? Das haben wir ja hier hoffentlich auch als normales Zäunchen. Da ist es doch hier. Ja, ja, ich geh mal weiter runter hier. Das hier, ne? Dass wir das so... Oh, das ist cool. Das ist doch cool, oder? Na, das ist doch so ganz toll. Da ist jetzt ein bisschen blöd mit dem Treppengeländer, aber da kriegen wir, da finden wir noch raus, wie wir das hier noch schön hinkriegen. Ja, hier ist natürlich auch Käse, da braucht man ja gar keins. So. Dann machen wir die Treppe auch einfach. Nee. So, da hin hier. Verreißt hier wieder alles. So. Machen wir das hier so. Das können wir vielleicht auch noch so ein bisschen eingrenzen hier. Also das wird hier alles noch schön. Versprech's euch. Aber so von der Idee her, was sagt ihr denn dazu hier? Eieiei, wir müssen hier nochmal auch gucken, dass das hier gedreht ist richtig rum. Ich hätte das gerne andersrum gedreht, so rum, ja. Punkt und Komma zum Drehen von Fliesen. Ja, und dann machen wir hier eine Dreiertreppe, weil wir hier auch eine Dreier-Eingangsding haben. Und da machen wir es vielleicht dann sogar weg. Aber mal gucken, mal gucken, mal gucken. Weil da haben wir dann Garten hier noch auf dieser Seite und da haben wir dann Grill und so weiter, ne? Und ja. Eieiei. So. So würde ich das mal grob hier stehen lassen und euch zur Abnahme in den Kommentaren überlassen. Ich mache jetzt hier nochmal so ein paar Kleinigkeiten dazu, dass wir da so ein bisschen Holz noch hier auf jeden Fall haben. Ich werde das so irgendwie mal machen. Und hier soll es natürlich auch dann schön aussehen. Ich gehe hier nochmal in den Live-Modus, weil da haben wir total das Licht von vorne. Ist auch ein bisschen heller. Und da mache ich jetzt auch mal das Fundament, dass man sich das vorstellen kann hier, ja. Da unten kommt auch das hier, das hier perfekt. Das hier perfekt, ja, ja. Zum Ziehen. So. Und jetzt muss hier die Säule nochmal neu hin. Jetzt kann man sich das, glaube ich, nämlich besser auch vorstellen, ne? Jetzt ist das hier mal hier ein bisschen besser. Hier von vorne sieht es schon gut aus. Von der Seite noch nicht. Oben fehlt auch noch natürlich der Boden dann. Da mache ich den mal rein jetzt. Wo sind wir denn da? Hier, genau. Punkt und Komma zum Drehen. So, hauen wir uns das mal rein. Wenn ich das jetzt ziehe, dann verzieht es wahrscheinlich wieder alles. Nee, macht er richtig hier. Sehr gut. Na, aber alles noch ganz grob hier, wie gesagt. Das muss ja vielleicht gar nicht mal hier, ne? Das geht hier bis ins Dach rein.
Und da machen wir dann zu Säulen hin, die dann hier wieder auch abschließen mit dem Dach hier, ne? Dass das gestützt hier richtig aussieht. Ja, die Statik spielt hier mit, ne? Nicht nur das Auge ist mit, auch die Statik. Die Statik will auch versorgt sein. Nee, das finde ich halt einfach so ein bisschen Beach-Style. Das ist echt cool. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Das habe ich auch, glaube ich, noch nie so richtig gebaut, ne? Das ist so ein... Ja, gut, ich habe das, drüben haben wir das Haus. Das ist ganz schön hier, ne? Das ist auch so ein bisschen türkis und sogar das Modern Breeze heißt das. Und da ist das Base Family. Stehen hier ein bisschen im Schatten da. Von der Seite sieht man es besser. Die gehen auch in die Richtung. Aber die sind eher modern. Oder Base Game, ne? Und das hier soll mehr rustikal sein. Ja. Und ich will den Sommer zurück. So. Hey, das wird so cool. Ich hätte mir nie gedacht, dass es so geil aussieht. Man denkt ja immer, hey, da machst du mal ein bisschen was, hier baust mal, komm, probierst mal den Stil aus. Aber dass das dann so geil aussieht, sorry, das ist echt der Hammer. Ich bin da voll baff dann auch. Voll happy, wenn das dann passt. Und das sieht so ein bisschen südstaatenmäßig dann aus. Keine Ahnung, ob mir das jetzt so gefällt. Aber wir gucken mal so in die Richtung. Ist doch schon mal gar nicht so schlecht, oder? Ist doch not that bad. Und hier möchte ich auch nochmal so einen Balkon. Aber der Balkon darf hier auf jeden Fall breiter sein. Vielleicht können wir den auch kopieren. Gucken wir einfach mal. Ob das hinhaut hier. Eieiei, das kann ja nichts werden hier, müssen wir sagen hier. Ob das hinhaut. Ei, ich glaube, das wird nichts. Da probiert es die Wand mit, ne? Das habe ich mir schon gedacht. Nee, machen wir nicht. Aber dass wir hier auch nochmal so in die Richtung dann gehen, dass wir das auf jeden Fall so vervollständigen. Dass wir da auch nochmal den Zaun hier nehmen hier, ja. Den Zaun und den ziehen wir auch da rum. Aber ich möchte den noch breiter haben. Ich möchte den noch mal eins weiter raus. Wobei ich gerade sehe, dass das dann schon ziemlich groß wird hier. Eieiei, hier. Das ist ja wirklich... Also wir können ja auch die Treppe irgendwie außen, wie gesagt. Ich weiß noch nicht. Dass man das so irgendwie macht. Bisschen Charlie Sheen-Style hier. Wenn wir das Dach auch noch vergrößern, dann es wird halt wieder dann so groß. Ich möchte das eigentlich nicht so arg groß hier haben. Das soll eigentlich ein kleines Türmchen sein. Das ist wieder ein Riesending hier, eine Aussichtsplattform. Ja, müssen wir mal nochmal gucken hier. Ich weiß nicht, ob ich das doch nicht schöner finde, wenn das so ein bisschen kleiner ist. Aber wobei das echt ein cooler Balkon da oben wäre halt, ne? Möp. Das nochmal hier abstützen, eventuell. Dann sieht es besser aus. Yeah. So, come let me do this. Das ist schon geil irgendwie, ne? Das ist schon cool. Ich finde es auch so toll, wenn dann die Säulen so im Dach drin sind. Das hat schon was hier. Wobei mir das Türmchen jetzt hier besser gefallen hat. Vielleicht machen wir das Ding auch einfach nur höher. Dann sieht das nochmal ein bisschen cooler aus. Oder wir machen den unteren Bereich hier breiter oder so. Keine Ahnung. Da finden wir bestimmt noch eine coole Lösung dafür. Aber eigentlich müsste man jetzt da oben das auch dann, ne? Müsste man das auch noch vergrößern hier, ja. Hier nehmen wir auch da eine hellere Umrandung. Das müsste man schon hier noch ein bisschen hier, ja. Ich dachte halt dann so ein bisschen, ja, wie so ein Strand, Baywatch-Dinger da, ne? Aber das ist jetzt wieder, weiß ich, ob das mir zu mächtig ist da oben drauf. Ja, ausprobieren hier. Man muss ja ausprobieren. Man muss ausprobieren, sonst kommt man zu nichts. Man muss Sachen wagen und wo man erstmal denkt, ja, das sieht komisch aus. Und dann wagt man es und dann ist es doch irgendwie cool. Also hier bei der Umrandung brauchen wir auf jeden Fall was Helleres. Ich würde sogar fast sogar das Weiße dann nehmen, wenn das hier... Ja, das ist wahrscheinlich zu dunkel. Dann nehmen wir hier einfach das Weiße, weil durch das Licht wird das eh so ein bisschen gelblich. Und das passt jetzt natürlich dann auch zu den Säulen besser, ganz klar. Durch das Licht wird das eh so ein bisschen beige. Alles wird beige hier. Mhm. Finde ich gut. Was sagt ihr denn da bisher dazu? Ich würde das gerne mal jetzt gleich hören hier von euch, während ich baue. Muss doch mal wieder live bauen hier. Eieiei. Ja. Ja, ich freue mich immer total auf eure Kommentare. Wirklich, es ist so cool. Es ist so cool einfach. Es ist so cool. So, da können wir auch noch, ne? Das ist alles noch nicht, das ist alles ganz roh doch. Viele denken dann immer, oh, da fehlt noch. Ja klar, da fehlt noch einiges, liebe Leute. Könnt ihr mir aber glauben, da fehlt ja alles noch. Ja, da fehlt auch vorne noch eine Treppe und da fehlt noch ein Mülleimer. Ja, aber das ist schon mal nicht schlecht, oder? Ist das schon mal nicht schlecht? Ja, würde ich schon sagen, ja.
kann man mit leben. Also ich find's total cool. Da können wir eine richtig schöne breite Fensterfront dann machen. Boah, da kommt das Licht rein. Vielleicht können wir auch die einfach höher machen, dann sieht das nicht so. Wobei ich diesen Bungalow-Stil, also wenn die wirklich bodentief sind, so richtig schön auch finde. Ne? Das ist so ein bisschen mehr noch. Ist da viel ruhiger, wir brauchen ja hier auch die Fenster, ne? Oder wenn man oben nochmal ein anderes Fenster rein oder irgendwie so. Also das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da bin ich guter Dinge hier. Guter Dinge. Da müssen wir auch noch was Cooles machen. Das ist mir auch noch zu easy hier irgendwie. Zu lame-arschig. Sag ich dazu. Ja. Aber so kann man es diesmal gut vorstellen, glaube ich. Hm? Oder? Ist das so oder ist das nichts? Gucken wir mal mit der, wie viel Platz wir hier eigentlich haben. Ich reiß das hier mal raus, dass wir das mal sehen. Also hier ist der Eingangsbereich, finde ich ganz gut. Ich sehe rechts auf jeden Fall das Wohnzimmer. Da können wir dann so schnuggelige Leseecken reinmachen in diese. Ja, in diese da. Wir brauchen unten auch gleich die Schlafzimmer. Da müssen wir ja gleich einplanen. Die sehe ich da hinten irgendwie. Also da braucht man ja irgendwie auch einen Gang nach hinten und dass man da auch nochmal rauskommt. Vielleicht machen wir auch hier so eine Art Wintergarten oder irgendwas in die Richtung, wobei im Strandhaus. Man wird so nicht bauen in dem Gebiet, wo es auch dann wirklich kalt wird. Also da hinten ist auf jeden Fall ein schönes großes Schlafzimmer. Ich würde auch den Master Bedroom reinmachen, ne? Da können wir das mal so einplanen. Da ist auf jeden Fall das Hauptschlafzimmer. Dann mal hier vielleicht so ein Badezimmer en suite. Und den Gang würde ich hinten machen. Oder, nee, hinten sind eigentlich die Badezimmer dann, ne? So weg vom Pool. Würde ich hier in, oder wenn man hier einen begehbaren Gliderschrank hier rein. Das ist auch nice, ne? So ein schönes Ding. Und dann parallel dazu das Bad. Ja, und hier ist dann der Gang zum Schlafzimmer. Von dem Hauptschlafzimmer kommt man dann ins Ensuite-Bad hier angeschlossen und in den begehbaren Kleiderschrank. Dann hat man hier noch auf jeden Fall ein Teenager- oder Kinderzimmer. Da würde ich hier den Schlafflügel machen. Im Ostflügel finden Sie die Schlafzimmer. Und hier brauchen wir auch nochmal ein Zimmer. Das ist auch so ein geiles Zimmer, dieses Turmzimmer. Wobei hier auch die Küche voll geil aussehen würde, ne? Und da ist so ein bisschen die Theken auch so versetzt nach innen, das wäre schon geil. Da geht es dann raus, dann müssen wir hier doch hier mehr so Wohnzimmer machen. Wir könnten dann hier nochmal auch ein Badezimmer reinhauen, dass wir da eins haben, dann machen wir zwei Schlafzimmer. Dann machen wir hier nochmal ein Badezimmer rein und hier dann nochmal ein Schlafzimmer, Kinderzimmer, whatever, ne? Und die haben dann zusammen hier ein Bad, das auch vom Flur erreichbar ist. Und da lassen wir das komplett offen, weil das finde ich schön, ne? Wenn man das hier komplett offen lässt. Und dann packen wir die Küche, die brauchen wir irgendwie noch eine schöne Wand für die Küche. Könnten wir dahin machen, auf jeden Fall die Küche. Ich würde das dann hier aber so zumachen, ne? Dass man hier wie so eine Trennwand noch hat, dass man nicht komplett in der Küche gleich steht, wenn man da reinlatscht hier. Ja, mal gucken. Und hier dann ein riesiges Wohnzimmer mit Schnörkel, Leseecke und Essbereich natürlich hier auch noch. Ja, das wird toll. Das wird cool. Ich glaube, so haben wir es ganz gut eingerichtet. Oder welches Zimmer habe ich vergessen? Irgendwas vergesse ich immer. Dann machen wir erstmal hier Lamps rein. Kann man sich das besser vorstellen, glaube ich. Und ja, doch, ist doch gut. Im Notfall haben wir noch einen Wellnesskeller. Ja, ist doch cool. Ja, hier noch schön Garten, ein bisschen was für die Kids. Wir machen auch noch so, ich habe mir das so vorgestellt, dass wir auf jeden Fall viel mit so Steinchen auch arbeiten, dass wir da so ein bisschen irgendwie, ne, dass wir das irgendwie so ein bisschen, vielleicht ist so ein bisschen rund oder so ein bisschen gedreht. Ich mache das jetzt mal ganz grob. Nur mal zum Ideen mitteilen zeigen, dass wir da ja so was richtig Buschiges hier haben quasi, ne? Dass das hier so, also immer blöd am Fundament, dass wir hier so eine, das sieht immer ganz gut aus, glaube ich, wenn man das sowas irgendwie macht, wo dann auch diese Pastelltöne oder diese, ne, sowas irgendwie in die Richtung, da dann nochmal viel mit Weiß möchte ich auch arbeiten, viel Holz, viel Weiß. Und dann eben so, ja, so Ecken mit so, mit diesen Farben. Könnt ihr mir folgen? Auf Instagram. Yay.
Und auf jeden Fall auch diesen Kernholzboden, ne? Dass das richtig schön so ist. Und dass wir dann, ich möchte das nochmal kurz zeigen, dass wir da dann diese hellen Töne da nehmen oder diese weniger so irgendwie, ich kann es jetzt schwierig sagen oder zeigen, aber so in die Richtung. Ich muss natürlich auch gucken, welche Möbel passen da dazu. Aber dass wir das in die Richtung irgendwie trimmen. Dass das so wirklich so leichte Farben sind, so ein bisschen Baby-Popo-Farben. Babyzimmerfarben, aber so, ne, von der Idee her irgendwie. So ein bisschen frisch auch. Ich finde diesen Ton hier eigentlich ganz cool. Dass man das irgendwie so macht und dann abwechselnd auch mit den anderen. Einen Blauton können wir vielleicht für so ein Schlafzimmer nehmen oder so. Ne? Und dann machen wir eine Wand so und eine Wand vielleicht. Na gut, das Gelbe ist ein bisschen zu krass wieder. Also was wirklich ganz Leichtes möchte ich da haben. Irgendwas so ganz, ganz, ganz soft. Softe Farben. Will ich mal ausprobieren, ob ich da was Schönes einrichten kann damit. Genau, da haben wir sie doch hier, die hellen hier. So, dass wir das so irgendwie machen, ne? Dass wir das so und dann so richtig schöne Schnörkelbettchen und Lamps und sowas. Dass wir das irgendwie in die Richtung dann trimmen. Eieiei. Ja, so ein bisschen 50, oder? Ist das 50er? Ich weiß es nicht. Kenne mich da gar nicht aus. Kannst du sagen, ich laber auch hier Scheiß raus. Aber irgendwie so in diese, da auch diese Schnörkel, ne? Das passt voll gut hier vom Stil. Oder hier diese Tür, das ist auch so ein Stil-Ding. Irgendwie in die Richtung möchte ich das mal machen und viel mit Holz auch so. Ein schönes weißes Holz und dann so Pastell-Highlights. Da gibt es auch eine ganz coole Deko, ne? Zum Beispiel jetzt hier aus Heimkino, das möchte ich noch zeigen in der ersten Folge, damit ihr schreiben könnt, wie ihr das Thema so findet. Also Heimkino auf jeden Fall auch, aber nicht die krassen Dinger, sondern eher sowas da, ne? Und sowas Softes. Und da gibt es ja auch diese Kerzen, wo seid ihr denn hier? Die nicht aus Heimkino gewesen? Doch, da sind die Kerzen. Die gibt es auch in so Farben, genau sowas schon, aber ein bisschen softer gibt es bestimmt das hier, ne? Das ist genau so, diesen Stil möchte ich hier mal irgendwie reinbringen. Das ist so richtig cool. Und dann mit so Korbsesseln, ne? Oder hier auch diesen Schrank, aber auch wieder die softe Variante. Der ist schon ein bisschen arg krass, also so schnörkelig möchte ich es dann nicht machen, aber schon irgendwie in die Richtung. Also das, dass man das so irgendwie einrichtet. Mal so wieso fällt mir jetzt das Wort Pussy ein? Ein Pussyhaus. Nee, so ein bisschen halt so, ne? So, ja, der passt da gar nicht hin. Irgendwie so ein bisschen, ne, kitschig. Also ist nicht kitschig, aber es ist so, ja, wie soll man das denn sagen? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also so in die Richtung möchte ich das auf jeden Fall einrichten. Und ich freue mich auf eure Kommentare und ja, wir gucken einfach, was das wird. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Dann macht's gut. Ciao.